Guten Morgen zusammen. Es ist 6.30 Uhr morgens. Wir sind hier am Steinhuder Meer. Das dampft im Hintergrund. Da oben ist der Mond. Und echt tolle Stimmung, aber arschkalt. 7 Grad. Und ja, wir haben uns vorgenommen, Dan und ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind. Einer von uns beiden oder wir beide zusammen haben gesprochen, haben gesagt, okay, eigentlich müsste man doch mal einen Gravel-Triathlon machen. Und das ist zumindest unser erster Gravel-Triathlon, den wir heute machen. Haben noch ein paar Freunde dazu eingeladen. Einmal durchs Steinhuder Meer schwimmen, vom Mahdorf hier rüber, circa 4 Kilometer. Dann 80 Kilometer Gravel-Tour durch den Deister und Bückeberge. Und danach im Deister nochmal ja, ungefähr 8 bis 10 Kilometer laufen. Und ja, ich bin ganz gespannt, ob und wie das Ganze funktioniert. Logistisch gar nicht so einfach, weil wir müssen jetzt erstmal darüber fahren. Und wir nehmen, beziehungsweise ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit und freue mich auf ein Event, was es wahrscheinlich so auch noch nicht gegeben hat. Ist halt so ein bisschen, weiß nicht, ob das Deutschlands erster Gravel-Triathlon ist. Mal gucken. Ja, und da drüben müsste Mahdorf sein, von da schwimmen wir hier rüber. Und der einzige Ausstieg, den es gibt, ist diese kleine Rampe hier. Das heißt, hier versuchen wir nachher aus dem Wasser einfach wieder rauszukommen. Anpeilen, da vorne scheinen Häuser zu sein, das kommt schon hin, ne? Wo ist denn Wilhelmstein? Komm, wir gucken dann noch bei Google Maps, wo wir denn hin müssen. Naja, also ich glaube, der Berg ist super. Ja, glaube, wir hoffen. Wir müssen da rechts ran. Also wir glauben, wir müssen da rüber, aber wir wissen es nicht, oder wie? Ja, so ungefähr. Ich guck mal Google Maps. So, das weiß ich. Also dann erstmal grob Richtung Berge. Wilhelmstein ist da ganz drüben. Aber das Wasser ist ja total ruhig, das ist ja schon mal gut. Das ist das Beste. Schade, ne? Es ist gar nicht so anstrengend, das Schwimmen. Quatsch, bin ich keine voll Strömung. Du mit deiner komischen Mütze, das geht hier auch überhaupt gar nicht klar. Och, das geht aber. Das dieser Schlamm am Boden. Dieser schöne Schleim da unten drunter, ne? Runter durch und dann da raus, oder wie? So, hier, wenn du die Füße hier so eintauchst, ist richtig warm. Das ist ja wie ein Moorbad. Wirklich, wirklich kalt das Wasser. Richtig kaltes Gefühl im Gesicht. Ich wechsle immer ab, Rückenschwimmen und Brustschwimmen. Aber es sind ja nur noch 4000 Meter. Das sind Ole. Und ja, da müssen wir hin. So, Halbzeit. Echt arschkalt hier im Wasser. Kalte Füße. So, roundabout 2000 Meter. Was ganz lustig ist, hier im Steinhuder Meer kann man echt stehen. Schon kalt, ne? Geht. Ich krieg kalte Füße, sonst geht's. Warte mal, da sind die Hochhäuser. Ja, irgendwo da. Hätte ich jetzt auch gedacht. Da, wo der Turm ist. Ja, da, hier, ne? Also so leicht links vom Berg. So, 3380 Meter. Da vorne ist das Ziel und was wirklich gut ist, ich weiß gar nicht, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Boah, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ganz kalte Lippen. An dem kleinen Kaliberg da hinten, so ein Salzberg oder was auch immer das ist. Da kann man sich ganz gut orientieren. So, weiter geht's, die letzten Meter. So, die letzten Meter. Hier ist es so flach, dass man gar nicht mehr schwimmen kann. Wie fühlt es sich an den Füßen? Super, ne, der Matsch? Lecker. 4700 Meter. In einer extrem langsamen Zeit. Ich habe mich da festgehalten, um aufzustehen, weil das ist ja total schlammig. Dein Urinbeutel hängt da noch. Mein Uri weg. So, jetzt schnell was Warmes anziehen. Ein entspannter Wechsel zum Radfahren. Und da hoffen wir, dass es ein bisschen wärmer wird. Oh, die Lippen sind immer noch steif.
für 4700 Meter fast 2 Stunden zu brauchen, ist aber auch sportlich, ne? Ja, gelaufen, wir sagen's ja nicht. Kann man mal sehen, wie einem das den Stecker zieht, die Kälte, ne? So, da das Ganze ja ein Triathlon ist, will ich mal gucken, was der denn zu meinem... Ist nicht dein Ernst. Fallen sagt. Ist nicht dein Ernst. Irgendwer hat doch gesagt, es ist ein Triathlon heute. Ja. Muss man doch einen Zeitfahrhelm aufsetzen, oder? Ja, natürlich. Doch lieber den normalen Helm aufgesetzt. So, gewechselt vom Schwimmen aufs Rad. Mir ist immer noch kalt. Wir haben auch noch Begleitung bekommen. 2, 4, 6, 7 Leute sind wir, ne? Ja, wir sind zu viert geschwommen nur, aber jetzt für die Radfahrt haben wir noch ein bisschen Begleitung bekommen. Und jetzt geht's los. Die Graveltour kann starten. So, 25 Kilometer. Wir sind hier gerade am Bückeberg. Unsere Mitfahrer, die machen hier Geschäfte. Kaufen, verkaufen, roter, weißer Wein. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo Bückeberger Berge. Echt schöne Strecken. Ja, vor allem alles, was man so noch nicht kannte. Alles neu für mich. Wir haben jetzt 26 Kilometer. Und Beine fühlen sich gut an. Und die Füße werden auch langsam wieder warm. Das mit dem kalten Wasser heute Morgen, 16, 17 Grad hat das bestimmt. Das war schon grenzwertig. Aber jetzt alles wieder gut. Und jetzt muss ich schnell die Kamera zur Seite legen, weil hier geht's bergab. Boah. So, kurze Pause hier, eine schöne Waldecke hier. Die Jungs sind alle total kaputt, müssen jetzt eine Pause machen. Hallo? Martin verteilt M&Ms, die perfekte Sportnahrung. Eigentlich wollte ich ja die Fahrräder filmen, aber da steht einer so mit so bunten Trikot die ganze Zeit im Weg. Jetzt sind wir hier in Südtirol angekommen. Ja, Südtirol, Alp Extrem, Gore, gar nichts. Apar. Ja. Apar. Jetzt geht's in die Abfahrt vom Bückeberge. Wir sind hier ganz oben und guckt euch mal diesen schönen Blick hier an. Muss ich kurz anhalten. Jetzt aber schnell weiter, Jungs, wieder einholen. Kurze Pause an der berühmten Westfalia-Tankstelle. Wo sind wir hier? In Rehren. In Rehren. Kennt ihr bestimmt von der Autobahn. So, jetzt der Übergang zwischen dem Bückeberge. Jetzt fahren wir rüber zum Sündl. Bisschen asphaltiert das Ganze gewesen. Und
jetzt endlich wieder Schotterpiste. Querfeld ein. So, Bad Münder haben wir jetzt geschafft, das heißt Sintel sind wir durch. Jetzt muss ich irgendwo in Deister reingehen. Oder wahrscheinlich sind wir schon fast drin. So, die Radfahrt jetzt 61 Kilometer, 927 Höhenmeter. 3,5 Stunden schon wieder Fahrzeit. Ich glaube, es fehlen irgendwie 400 Höhenmeter. Kann das sein? Ich weiß nur, was kommt. Ja, so ungefähr 300 fehlen. Flach. Wärst du eigentlich auf diese blöde Idee gekommen, dann noch hinterher laufen zu gehen? So, ein letztes Mal berghoch. Wir haben jetzt 76 Kilometer auf dem Tacho, 1300 Höhenmeter ungefähr. 1300, 1400 werden es am Schluss, also 100, 150 müssen wir jetzt noch hoch. Und Beine werden schwer, aber wir sind alle gut drauf, haben Spaß. Zwei von unseren Freunden sind schon abgebogen, die hatten nicht so viel Zeit. Und wir nähern uns der zweiten Wechselzone. So, da ist ja der letzte Anstieg. Das ist auch richtig super. Vor dem Wechsel zum Laufen sich noch mal richtig schön die Beine dick zu fahren hier. Aber sonst wäre es ja auch zu einfach. Ach du Scheiße. War das eine gute Idee, hier jetzt noch mal so hochzuballern? Top. Besser kann es nicht sein. Einmal abgeschossen, weil Olaf dachte, er müsste schneller sein als ich. Ich dachte, ich müsste schneller sein als er. Und am Ende kam er doch gleichzeitig an. Ja, das wäre jetzt ein Kack, wenn wir jetzt noch laufen müssten, ne? Laufen? Was? Nee. Also, wer macht denn sowas? Räder jetzt wegpacken, ja, nach Hause Räder fahren, weg, nach Hause, Weißbier trinken, alles gut. Ins Bett legen, ne? Genau, ja. Ins Bett legen, heißt duschen, ins Bett legen, aber ja. Bloß nicht laufen. Ja. So, angekommen an der Wechselzone 2. Ach, das geht dann denn. Ich danke dir. Oder? Die letzte Steigung, das war. Ja, weil Olaf und ich sind ganz gemütlich gefahren. Ja. So. Wechsel. 12 Minuten. Und dann fangen wir mal an zu laufen. Ach du Scheiße. Oh, die Beine. Zum Glück geht's gleich berghoch. Sonst wäre es ja auch langweilig. Und macht Spaß. Total geil. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, wie jetzt noch zu laufen. Ist auch so flach hier. Ja. Ist eine extrem flache Strecke. Also nur noch 7 Kilometer. Aber wir verlieren auch ein paar Höhenmeter. Von daher alles halb so wild. Hoffe ich jedenfalls. Hier sind wir beim Nordwandsturm. Auch ein sehr schönes Ausflugsziel hier in Hannover. Also hier der Nordwandsturm. Weiter geht's. Die ersten Krämpfe im Oberschenkel. So, weiter geht's. Alle Krämpfe wieder weg. Sauber. Respekt, Alter, Respekt. Ass rein. So, Ziel erreicht. 4700 Meter schwimmen in ca. 17 Grad kaltem Wasser. Martin ist 5 geschwommen. Martin ist 5000 Meter geschwommen. 80 Kilometer Lauf, Radfahren mit 1400, 1300 Höhenmetern. Ich weiß es gar nicht genau. Und jetzt nochmal 8 Kilometer laufen.
geiles Ding. Ausruhend angesagt. Bevor ich es vergesse, abonniert den Kanal, hört unseren Podcast, da reden wir vielleicht über diese coole Aktion. Wir werden das Ganze nennen den erster Steinhuder Meer Gravel Triathlon, den wir heute gemacht haben. Ganz entspannt, ohne Wettkampfbedingungen, hat richtig viel Spaß gemacht. Ach so, bevor ich es vergesse, ich verlinke unten auch die Strecke, die wir geschwommen, gelaufen und Rad gefahren sind. Bei Strava, guckt euch das an, Dance-Strecke verlinke ich auch, also sind das gleiche gefahren, könnt ihr euch angucken. Für alle, die es interessiert, die es mal nachmachen wollen, ich würde empfehlen, das im Sommer zu machen. Das im Herbst war jetzt mit dem Wasser schon echt grenzwertig. Also nochmal, bis bald. Acht Stunden zwölf. Wieso, der fährt doch jetzt heute schon zum ersten Mal, da kann er doch mal durchfahren. Ja, das ist jetzt ja, auf der, das ist, der jetzt hast du es in die Kamera gesagt. Woher soll er das denn wissen? Ich musste pinkeln, dann habe ich kein Toilettenpapier gehabt, dann kam er vorbei, hab mir was gegeben und dann dachte ich, es dauert. Oh Mann!